Wir sind hier gerade auf dem Gelände von Remain, einer Tochtergesellschaft der Firma Eurogate. Wir feiern 50 Jahre Containerumschlag in Deutschland. Hier in Bremen findet dann ein kreativer Containerwettbewerb statt. Wir haben uns eben überlegt, wir möchten bei diesem Wettbewerb mit unserem Eurogate-Container mitmachen und haben uns auf die Suche gemacht nach Graffiti-Künstlern. Innerfields hat man schon auf der einen oder anderen Hauswand in Hamburg gesehen. Wir haben uns ein Motiv überlegt, die Bremer Stadtmusikanten passend zu der Stadt Bremen. Und Innerfields hat dann eine sehr kreative Lösung angeboten, die wir dann klasse fanden. Auf dem Container malen ist natürlich eine ganz nice Sache. Es erinnert so ein bisschen an die alten Tage des bewegte Objekte bemalen. Ich finde das Umfeld hier besonders, zwischen den ganzen Stahlcontainern, die um einen rumfliegen die ganze Zeit. Die Idee dabei war eigentlich, dass die Bremer Stadtmusikanten im Karton unterwegs sind und Spaß haben. Der Container wird von Eurogate Intermodal abgeholt und nach Bremen gefahren und dort dann vor dem BRG-Forum ausgestellt. Das Event findet in Bremen statt, weil hier im Überseehafen am 5. Mai 1966 der erste Container umgeschlagen wurde. Das Event wird veranstaltet von Eurogate und unserem Partner der BRG Logistics, der Freien Hansestadt Bremen und Bremen Ports. Der Container wird dann nach dem Event nach Bremerhaven gebracht, wird verschifft und fährt nach Shanghai auf die Transportlogistikmesse. Das ist eine geile Vorstellung, wenn das Ding um die Welt geht und irgendwoher ein Foto kommt und wir das vielleicht selber auch irgendwo sehen. Total schön. Die Mats Maersk, eines der größten Containerschiffe der Welt, nimmt die Bremer Stadtmusikanten mit nach Shanghai. Auf der Transportlogistik in Shanghai zeigt Eurogate eine Ausstellung über die Geschichte des Containers und alle drei deutschen Standorte der Gruppe: Bremerhaven, Hamburg und Wilhelmshaven.